Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei meiner Insta-Live-Story zuschaltet. Ich freue mich, dass ich einen Weggefährten, so darf ich ihn glaube ich schon nennen, heute bei mir habe, Klaus-Peter Wölsch, CDU-Bundestagsabgeordneter, hessischer Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt. Ja, wir kennen uns schon viele Jahre und schätzen uns gegenseitig. Wir haben gemeinsam 2009 bis 2013 gegen den ESM-Rettungsschirm gekämpft, parteiübergreifend mit vielen Kollegen. Aber wir haben das alles damals gemeinsam organisiert und haben uns dann kennen und schätzen gelernt. Und deshalb freut es mich, Klaus-Peter, dass du heute hier bist. Und ja, gerne. Wir, über Europa diskutieren können. Damit will ich beginnen. Aber nicht nur über Europa, sondern am Ende auch über die ganz große Politik, über China, über Taiwan. Du bist Vorsitzender der deutsch-taiwanesischen Freundschaftsgruppe hier im Parlament, der ich auch angehöre. Und da ist es natürlich auch spannend, nochmal zu erfahren, wie du die Lage dort einschätzt. Aber beginnen will ich mit Europa. Wir haben ja damals 2010, 2011, 2012, 2013 eigentlich gegen die Schuldenvergemeinschaftung in Europa gekämpft, weil wir geglaubt haben, naja, wenn man die Tür einmal aufstößt, dann wird sie immer weiter geöffnet. Wie fällt denn deine Bilanz jetzt nach 7, 8 Jahren eigentlich aus? Ja, wir haben recht gehabt. Es wäre klüger gewesen, wenn man uns gefolgt hätte. Es wäre auch besser gewesen für Europa. Also ich glaube nach wie vor nicht daran, dass man Freunde mit Geld kaufen kann. Und dass wir sehen, wie mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt umgegangen wird, dass das alles mehr den Charakter unverbindlicher Empfehlungen hat, was da von der Kommission gibt, oder erst gar nicht erfolgt, wie im Falle Frankreichs, wo ja der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf die Frage, warum es denn keinen blauen Brief gäbe für Frankreich, geantwortet hat, weil es Frankreich ist. Das ist natürlich ein beklagenswerter Zustand, denn Menschen verlassen sich darauf, dass Regeln gelten. Wir fordern die als Politik auch ein. Und da muss auch bei der Politik der Wille da sein, entlang der Regeln zu spielen und nicht sich jeden Tag neue Regelverstöße auszudenken. Also was ich erschreckend finde eigentlich so, ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern, da hieß es, ja, es werden strengste Regeln eingeführt, es gibt kein Geld, ohne dass es auch ein Reformprogramm als Auflage gibt. Damals gab es die Troika, die dann diese Regeln überwachen sollte. Schon das war immer im Verlauf dann schwierig, die wurden immer weiter aufgeweicht. Aber jetzt gibt es mit der vorsorglichen Kreditlinie faktisch gar keine Auflagen mehr, sondern das einzige Kriterium ist, dass es für medizinische Zwecke ausgegeben wird. Das ist doch eigentlich schon erschreckend, ne? Dass das so weitergeht. Ja, das finde ich auch. Und vor allen Dingen ist es ja zu beobachten, dass das natürlich die erwartbaren Folgen hat. Italien ist jetzt in die Krise gestartet mit einem Schuldenstand von 135% am BIP. Also stramm mehr als doppelt so viel, wie erlaubt ist. 60 sind erlaubt. Die haben wir auch gerade erst wieder erreicht gehabt, aber bei all dem Gehetze gegen ausgeglichene Haushalte, gegen die schwarze Null, muss man doch mal sagen, viel von dem, was wir jetzt tun, können wir nur, weil wir ordentlich gewirtschaftet haben. Und dass bei anderen der Reformwille nicht gerade befördert worden ist durch den bequemen Ausweg, anderswo neues Geld zu kriegen, frisches Geld zu kriegen, zu ordentlichen Konditionen, zu günstigen Konditionen, zeigt eigentlich, dass wir recht hatten damals mit unserer Einschätzung. Der Gesamtschuldenstand hat sich erhöht in Europa und ist nicht zurückgegangen. Zumal es ja jetzt auch für Italien, egal was sie jetzt machen, so aussieht, dass die Ende des Jahres 160% Verschuldung haben für BIP. Und das ist aber gerade jetzt in dieser Krise, also ich musste da oft natürlich auch an die Zeit 10 Jahre zurückdenken, denn letzte Woche vor 10 Jahren hat sich zugetragen, dass der EFSF damals beschlossen wurde, vorläufiger Rettungsschirm als Nachfolgelösung für die einmalige bilaterale Rettungsaktion für die Griechen.
Und die ganzen Wörter begegnen mir wieder. Einmalig, ganz außergewöhnliche Lage, Ultima Ratio, strikt limitiert, strikt begrenzt, zeitlich und, und. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann beginnt 2028 die Rückzahlung. Das sind alles Verschiebungen von Problemen, die heute nicht gelöst werden und die man damit einfach der nächsten Generation auf die Agenda schiebt. Und Es das ist ist auch eigentlich intergenerationsmäßig nicht ganz fair, was da geschieht. ja, und es ist eigentlich wie damals. Man will so den Schulden, die Verschuldung auf eine neue Ebene heben. Ja, das war damals schon mit dem ESM so. Jetzt will man das mit der eigenen Schuldenmöglichkeit der EU schaffen, mit dem Recovery Fund. Ja, das ist ja auch letztendlich, ich frage mich, ist das eigentlich so die spannende Auseinandersetzung, ob das zurückgezahlt wird oder ob das direkte Zuschüsse sind. Das Weiß ist man nicht. beides, also die Verschuldung ist nicht erlaubt. Und dieses Tabu zu brechen, wird verheerende Folgen haben. Denn es ist doch völlig klar und absehbar, das nächste Mal ist es nicht die Pandemie, sondern es ist ein Erdbeben oder ein heißer Sommer oder ein kalter Winter oder irgendwas wird dann schon immer als außergewöhnliche Notlagesituation, die es jetzt erlaubt, dringend mehr Schulden zu machen, als eigentlich vereinbart ist. Und das jetzt zusätzlich zu befeuern, indem man sagt, die EU darf jetzt auch Schulden machen, halte ich für völlig falsch. Warum darf denn die EU keine Schulden machen? Weil die EU da gibt es kein Souverän entgegen, es gibt kein europäisches Volk, es gibt Völker in Europa. 27 sind in der Europäischen Union organisiert. Und es gibt kein Parlament, was ein Budget geben könnte und was Steuern setzen kann. Das ist ja das Spannende sonst. Wenn ein Land, eine Regierung und die sie tragende Mehrheit über seine Verhältnisse lebt, dann geht das so lange, bis die Kapitalmärkte sagen, du kriegst kein Geld mehr oder du musst sehr hohe Zinsen bezahlen, wie das ja früher gerade in vielen Ländern, die wir unter Club Med zusammenfassen, der Fall war. Und was müssen die Regierungen dann machen? Sie müssen entweder Ausgaben reduzieren oder sie müssen vor ihre Wähler hintreten und sagen, also die Leistung habt ihr alle schon empfangen, jetzt muss aber auch bezahlt werden. Das heißt, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen. Und dieses Regulativ gibt es nicht auf der Europäischen Unionsebene. Und deshalb kann man mehrere Schlüsse daraus ziehen. Ich halte es für richtig, das Verschuldungsverbot aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich auch sagen, wir machen das jetzt zu einem Staat, einem europäischen Staat. Wobei ich, wenn ich mir unsere Partner anschaue und die Spannweite nicht nur in wirtschaftlichen Performance-Gesichtspunkten, sondern auch die volksmäßigen Unterschiede anschaue, glaube ich nicht, dass wir das anstreben sollten, da wirklich einen Föderalstaat, einen Bundesstaat draus zu machen. Ich mag eigentlich die Unterschiede, die wir haben in Europa. Und das zu versuchen, alles beizuschleifen und auf ein einheitliches europäisches zu bringen, halte ich nicht für klug. Damals ist uns einmal vorgeworfen worden, wir wollen kleine Deutsche aus den Griechen machen. Nein, ich wollte keine kleinen. Ich finde das lebenswert, die Art und Weise. Da fahre ich auch gerne mal im Urlaub hin. Aber das kann auch jeder machen, wie er will. Nur es darf er nicht anderen die Rechnungen schicken. Und das befördern wir jetzt mit einem Ich glaube, zusätzlichen das ist im Instrument. Wesentlichen so die Trennung von Verantwortung und Haftung. Was wir ja damals auch festgestellt haben und was jetzt wieder eintritt. Ja? Die Welt hat diese Tage sehr schön mal ausgerechnet, wer eigentlich bei diesem Recovery Fund, wer da eigentlich Nutznießer und wer Zahler ist. Und da kam raus, dass Polen beispielsweise ein Nettozahler ist und Italien, Griechenland und Frankreich Nutznießer sind. Ja, da muss man fragen, was soll das? Also, ich wehre mich auch gegen die genährte Illusion, das würde jetzt ganz anders und viel besser kontrolliert als sonst. Man muss sich nur mal die Berichte von Olaf anschauen oder vom Europäischen Gerichtshof, um zu sehen, was da alles nicht zweckgemäß ausgegeben wird oder auch gar nicht ausgegeben wird. Wir haben nach wie vor um die 250 Milliarden nicht abgerufene Mittel. Die liegen da sozusagen rum. Und wieso man ständig da noch neue Fässer aufmachen muss, erschließt sich mir überhaupt nicht. Dass jetzt versucht wird, aus der Krise
Vorteil zu ziehen, indem man sagt, langgehegte Wünsche können wir jetzt endlich realisieren, weil angesichts der schlimmen Bilder, Leichen mit Militärtransporten, mit Transportern, mit Militärlastkraftwagen abgefahren aus Bergamo, aus den Krankenhäusern und so, da kann keiner mehr Nein sagen. Und genauso haben sie sich auch verhalten. Die EZB hatte ja angeboten, 35 Milliarden für Griechenland, für Italien sofort. Und dann hat Italien Anzeigen geschaltet in die deutschen Tageszeitungen, hat appelliert an die deutschen Freunde, die kommunalen Partnerschaften und Ähnliches und hat das nicht genommen. Und wenn man dann noch im italienischen Boulevard die unangenehmen Nebentöne so wahrnimmt, also auf eine Formel, gib mir Geld, sonst schimpf ich dich Nazi, schenk mir Geld, sonst schimpf ich dich Nazi, dürfen wir es doch nicht einlassen, das ist doch absurd. Das hat doch nichts mit Europa zu tun. Der große Vorteil von Europa ist, finde ich, der Binnenmarkt und die Reisefreiheit und auch die Integration Osteuropas in diesen gemeinsamen Markt. Und die Herrschaft des Rechts. Das ist doch der Kerngedanke von Europa, dass hier ein Raum ist, in dem die Macht unter das Recht muss. Und dann darf man nicht so mit Regeln umgehen, wie wir das jetzt gerade wieder vorhaben. Wie beurteilst du das Verfassungsgerichtsurteil? Das Gericht hat eigentlich sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass sie das für nicht zulässige Finanzierung von Staaten hält, was dort stattfindet mit den Anleiheaufkäufen. Und hat dem EuGH das vorgelegt mit dem Unterton, also das ist Tatbestandsmerkmal erfüllt, das ist erfüllt, das ist erfüllt. Also wir sehen eigentlich keinen Weg, wo wir sagen könnten, die sind noch innerhalb ihres Mandates geblieben mit dem, was sie getan haben, die EZB. Es sei denn, ihr zeigt uns jetzt einen Weg auf, wie man das doch noch subsumieren kann als zum Mandat gehörig. Und der EuGH hat es sehr einfach gemacht. Er hat gesagt, also es geht um Geldpolitik. Es gibt in Europa nur einen, der Geldpolitik macht, das ist die EZB. Und wenn die EZB sagt, das ist Geldpolitik, dann ist es Geldpolitik. Das ist also von bemerkenswerter juristischer Schlichtheit. Ich bin ja nur Volkswirt und kein Jurist. Also. Aber da habe ich schon gestaunt damals. Und dass man das jetzt nicht einfach vorübergehen lässt und sich da unterordnet, liegt in der Tradition des Verfassungsgerichts und auch in seiner Aufgabenstellung. Denn die Rechte, die an die EU abgetreten sind, muss natürlich der EuGH beobachten und bewachen. Aber die den Deutschen zukommen, das sind Hoheitsrechte, die kann man nicht einfach sozusagen einer dritten Instanz zu überantworten, ohne dazu das Volk gefragt zu haben oder zumindest das nationale Parlament. Und was glaubst du, was jetzt passiert? Ein Verfassungskonflikt, den wir in dieser Form noch nie hatten. Naja, es gab schon von drei anderen nationalen Obergerichten auch entsprechende Rechtsurteile, die sogenannten Ultra Vires, also ausbrechende Rechtsakte, wenn also sich Europa einer Aufgabe bemächtigt, für die sie nach Rechtsordnung nicht zuständig ist, nach Kompetenzordnung. Und das gab es auch schon in Dänemark und Frankreich. Also das haben wir schon an anderen Stellen auch gehabt. Und das ist unter den Verfassungsrichtern, unter den Staatsrechtlern offenkundig gewesen, dass da irgendwann das sich auch ein bisschen weiter zuspitzen wird. Und das Verfassungsgericht hat ja noch sehr milde geurteilt, habe ich ja eingangs gesagt, weil sie nicht gesagt haben, das ist falsch, was ihr sagt, sondern ihr habt eure... Die EZB muss ihre Abwägung und das Bewerten von Alternativen. Und wir als Parlament haben es nicht ausreichend geprüft. Das ist das Beschämende an dem Urteil, sowohl für die Bundesregierung als auch für uns als Bundestag, ähnlich wie damals das Lissabon-Urteil. Das hat ja wirklich was bewirkt. Seit dem Urteil, das auch der Kollege Gauweiler erstritten hat, zur Arbeitsweise, also zur Umsetzung des Lissabon-Vertrages in der Europäischen Union, gibt es ja jetzt die Regierungserklärung, bevor die Räte sind, bevor die Staats- und Regierungschefs sich treffen, macht die Kanzlerin eine Regierungserklärung und sagt, was so ungefähr die Agenda ist. Natürlich kann die ja da nicht alle Verhandlungstaktik auf den Tisch legen, ist ja logisch, kann ja jeder nachvollziehen, aber man muss doch ungefähr so wissen, um was es geht. Und das machen wir ja jetzt regelmäßig. Und wir können als Parlament die Regierung
zwingen, so und so zu machen. Exakt, exakt. Da dürfen die nicht abweichen oder was anderes machen. Das ist natürlich für einen Oppositionsabgeordneten immer einfacher als für einen Regierungsabgeordneten. Ja, aber rein formal, ich halte auch viel davon, dass das, das Parlament da selbstbewusst auftreten muss. Und unser früherer Bundestagspräsident Norbert Lammert hat das ja mal in unnachahmlicher Art und Weise formuliert, indem er sagte, Regierungen gibt es überall. Aber in der Demokratie ist das auszeichnende Merkmal, dass es ein Parlament gibt. Und das Parlament hält sich eine Regierung. Naja, so ist es. Also insofern mehr Lammert wagen wäre eigentlich jetzt auch richtig, fände ich auch. Das würde ihn auch freuen, falls er das hört. Der uns auch damals, du erinnerst dich, dieses Rederecht eingeräumt hat, unterhalb der Fraktionen. Und allerlei Unbill dafür ertragen musste. Ja, ja. Der ist ja dann sofort im Ältestenrat zitiert worden und zurechtgewiesen worden, gerügt geradezu im Ältestenrat. Und die Welt geht nicht unter. Alle haben gesagt, die Welt geht unter danach, wenn das jetzt einreißt. Genau, ja. Ja. Und eigentlich war das nur... Naja, das sind die parlamentarischen Geschäftsführer, die das Parlament als Ort ihrer Inszenierung ansehen, dass denen das nicht gefällt, wenn ein selbstbewusster Parlamentspräsident da eine Entscheidung trifft, die dem zuwiderläuft, ist klar. Auch nochmal zurück zum Verfahrensgericht. Was glaubst du, was passiert denn jetzt? Also es wird jetzt eine Befassung damit geben. Es wird der EZB... Die EZB gebeten werden, ist ja unabhängig, ihre Erwägungsgründe mal ein bisschen detaillierter darzulegen. Da gibt es ja auch, die Protokolle werden ja veröffentlicht, da kann man ja jede Menge finden, wenn man will. Und dass unser Bundesverfassungsgericht die EZB nicht binden kann, ist ja selbstredend, ist ja völlig klar, ist ja eine supranationale Organisation. Aber die Frage, ob das die Bundesbank mitwirken darf oder nicht, da ist natürlich... Das Bundesverfassungsgericht zuständig. Ich weiß, ob du es gelesen hast, heute stand es in der Zeitung, dass die EZB Überlegungen anstellt, die Anleihenkäufe ohne die Bundesbank zu organisieren. Ja, die müssen ja Plan B ausarbeiten. Ja, ja. Also das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es ernst genommen wird, würde ich sagen. Also, ich meine, wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz und dem Sondergremium dazu. Da wurde ja auch durch Verfassungsgerichtsurteil festgelegt, dass das nicht einfach Benannte von den Fraktionsführungen sein dürfen, sondern dass sie gewählt werden müssen vom Bundestag. Das ist eine Hürde mehr. Und es sind aber natürlich für diese Wahl dann welche vorgeschlagen worden, die sich genauso verhalten, wie es die Regierung gerne hätte. Das ist ein Nachteil dabei. Bezirksvorsitzender in Ostwestfalen für die FDP. Ich bin Kreis- und Bezirksvorsitzender von der CDU. Ich habe ja auch natürlich... weiß, wie Apparate funktionieren und wie man auch Gefolgschaft gelegentlich einfordern muss, damit die Gesamtperformance stimmt. Also insofern muss beides bin ich, geben, ja, ich, ne? Ja. Also in einem gesunden Mittel. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, so ein Parlament tut natürlich ein bisschen Vielfalt auch dann ganz gut. Ja. Ja? Also auch in den eigenen Fraktionen. Das war mir damals, ich glaube, da waren wir auch einig. Also das war mir auch ganz wichtig. Das war ja der einzige, die Linken haben öffentlich dagegen gemacht. Wir hatten ja eine CDU-CSU-FDP-Koalition. Die Grünen und die Roten, die wollten ja immer nur mehr Geld nach Europa geben, egal wie. Hauptsache, man sagt nicht, wir seien unsolidarisch. Und die Linken waren die einzigen, der Gysi hat dagegen gewettert. Und das hatte ich auch Lammert gegenüber gesagt, als ich nach vergeblichem Anlauf bei Fraktionsführung, erster Arbeitsgruppe, dann der Fraktionsführung, an ihn selbst herangetreten bin. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass dieser breite Unmut, der bürgerliche Protest gegen das, was da geschieht, was vielerorts eben als Bruch des Versprechens, es wird nicht möglich sein, die Schulden anderer Länder zu übernehmen, dass dieser Protest alleine von den Altkommunisten hier vorgetragen wird. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir uns irgendwo auf dem Flur getroffen, da habe ich dich darauf angesprochen, da hast du mir das erzählt. Ja. Und dann habe ich anschließend auch einen Brief an Lammert geschrieben und dann hat er uns beide das Rederecht eingeräumt. Das war spektakulär. Da gab es diese Tafel neu, diese Vorankündigungstafeln. Der Fernsehzuschauer war ja immer im Vorteil, weil er die Einblendung hat und sieht, wer spricht. Ja. Und da gibt es ja seit der Lammert-Zeit im Parlament jetzt diese großen LEDs, wo immer der aktuelle Redner und die zwei folgenden oder drei folgenden angezeigt werden.
Und als dann plötzlich auf dieser Liste der Name Klaus-Peter-Wilsch auftauchte, dahinter auch noch CDU-CSU stand, ging das vorne in der Fraktion los. Also die Köpfe hin und her. Was der? Wie kann das denn sein? Ja, das war schon schön. Aber lassen Sie mal zum Abschluss nochmal über Taiwan sprechen. Du bist ja Vorsitzender, sagte ich schon, der deutsch-taiwanesischen Freundschaftsgruppe. Ich bin Mitglied dabei auch. Und wie schätzen du die Lage ein, was Corona, China, Taiwan betrifft? Taiwan hat das ja relativ... Hat sehr gut bewerkstelligt. Sehr gut gemanagt. Die haben das im Wesentlichen mit Tracking und Tracing gemacht. Die hatten die Erfahrung durch die erste Corona-SARS-Epidemie, die sie ziemlich hart getroffen hat damals. Und da haben wir eben Vorkehrungen getroffen, dass das nicht nochmal passiert. Und haben aufs richtige Pferd gesetzt. Da haben gesagt, wir müssen Infektionsketten schnell erkennen, damit wir weitergehen können und die Leute dann untersuchen, unter Quarantäne stellen. Und das hat funktioniert, weil offenbar die Infektiosität und so ähnlich ist, wie das bei dem letzten Virus da war. Und die haben natürlich einen Vorteil dadurch, dass sie Insel sind. Da kannst du leichter abschotten gegenüber Einträgen von außen. Aber wichtig war eben auch, dass die Bevölkerung natürlich ein bisschen anders tickt. Die Asiaten haben ja etwas andere Harmoniebedürfnisse und Haltung gegenüber dem Staat. Also ist natürlich so, dass das eine Insel ist, aber der Kontakt zu Festland China ist intensiv. Enorm. Ja. Das heißt, die hätten natürlich ganz anders auch infiziert werden können. Hätten sie. Aber das haben sie alles offenbar richtig gemacht. Wir werden auch in der Parlamentsgruppe demnächst mal zusammenkommen, wo uns das mal vorgestellt wird, wie sie es genau gemacht haben. Das wird ja eine Aufgabe sein, die bei uns auch ansteht. Ich meine, wenn wir jetzt da irgendwann durch sind, hoffentlich, und auch wieder normalen Bier trinken können miteinander, dann wird man ja mal gucken, welche Länder haben wie performt. Jetzt wird ja viel diskutiert, Schweden zum Beispiel, kein Lockdown, sondern nur freiwillige Maßnahmen. Jetzt hörst du wieder, die Zahlen sind aber, die Todeszahlen sind wesentlich höher im Verhältnis und. Das kann man jetzt alles in der Hitze des Gefechts, da muss man ja mal gucken, welche statistischen Grundlagen haben wir überhaupt, wie werden dann Tote gezählt, mit oder an Corona gestorben und also, was ja jeden Tag in neuesten Varianten durchs Netz geistert, da ist, glaube ich, jetzt wirklich nicht die Zeit dafür. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir das Land hier einigermaßen am Laufen haben. Aber zurück zu Taiwan. Taiwan leidet natürlich stark unter dem sogenannten großen Bruder, der sich mehr wie ein Stiefbruder oder eine böse Stiefmutter verhält. Ist ja historisch ein China-Politik, Nixon und weiter. Also, kann man jetzt lange sich drüber auslassen. Jedenfalls ist es so, dass sie von nur wenigen Staaten voll anerkannt sind, diplomatisch. Deutschland und die EU auch nicht. Das heißt, es gibt keinen Botschafter mit dem offiziellen Titel, sondern da ist eben hier der Repräsentant Taiwans, ganz liebenswerter Zeitgenosse, Professor Xi. Die haben uns jetzt auch geholfen mit Masken, weil es bei ihnen schon durch war. Haben die spendet für Deutschland, auch für andere Staaten. Und die haben natürlich das Problem, dass sie ihre Rolle in der Welt immer suchen und massiv bedroht werden von dem menschenmengenmäßig und auch wirtschaftskraftmäßig übermächtigen Nachbarn, der einfach sagt, das ist mein Territorium und das gliedern wir irgendwann wieder ein. Und da auch vor Gewaltandrohungen nicht zurückschreckt, was wir jetzt bei der Neujahrsansprache in diesem Jahr wieder erlebt haben. Und diplomatisch natürlich alle Geschäftsordnungstricks und so spielt. Deshalb haben wir das Thema mit der Weltgesundheitsorganisation. Das ist ja kein offiziell anerkannter Staat. Taiwan war mal in der UNO, ist aber dann eben im Zuge der wachsenden Bedeutung Chinas und der Aufnahme von China dann raus. Und das wird dann sehr formal jetzt von den Chinesen eben vorgehalten, da haben die nichts verloren in der Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es eine Parlamentarierversammlung oder eine Staatenversammlung alle 2-3 Jahre. Und da durften sie jetzt wieder nicht dazu. Es gab schon mal Phasen, da hatten sie so
am Katzentisch eine Möglichkeit dabei zu sein. Wichtig wäre ja vor allen Dingen, sie inhaltlich mit einzubinden. Also wenn jetzt, wenn wir sowas erleben jetzt in der Welt und ein Land dann anerkanntermaßen so gut performt wie die, warum sollte man denn dieses nicht nutzen? Nur aus diplomatischen Eitelkeiten der Rot-Chinesen? Ja, das ist doch absurd. Und da ermuntere ich uns immer als Parlamentarier, dass wir ein bisschen forscher rangehen und uns selbstverständlich mit den Kollegen treffen. Die sind nicht wie der Volkskongress in der Volksrepublik China, irgendein Deputiertenparlament, was die Partei festgelegt hat, sondern die sind frei gewählt. Die haben Machtwechsel, Mehrheitswechsel, alles gehabt in den letzten Jahren. Und das ist eine vollwertige parlamentarische Demokratie. Ja, genau, ja. Ja. Und dass wir die da so ja geradezu ängstlich mit denen umgehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Da wünsche ich mir auch immer ein bisschen mehr Mut auf der Regierungsseite. Ich weiß, wenn du das verfolgt hast, in der Bundespressekonferenz ist da neulich mal wieder gefragt worden und die Sprecherin des Auswärtigen Amtes hat darum geeiert, um das Wort Taiwan alleine in den Mund nehmen zu müssen. Das war schon abenteuerlich. Also da wäre natürlich ganz gut, wenn man da so über die WHO so eine Auflockerung hinkriegen würde, ne? So als ersten Schritt, das wäre schon erstmal... Der Präsident ist natürlich nicht besonders geneigt. Also es ist schon eine schwierige Situation. Wichtig ist für uns, finde ich, wir haben eine hervorragende wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Taiwan, das sollten wir pflegen. All das, was geht, müssen wir intensivieren und gut ausbauen und dann auch immer mal eine kleine Möglichkeit nutzen, ihnen vielleicht auch ein bisschen einen protokollarischen Punktsieg zu gönnen. Wir wünschen, dass mal wieder ein Minister rüberfährt. Es gibt ja also Kontaktverbote oder Reiseverbote für die sogenannten Big Five und Big Seven sind es auch manchmal. Das wird immer neu definiert. Also Bundespräsident, da drüben jetzt die Frau Präsidentin, der Premierminister, Verteidigungsminister, Außenminister und jetzt haben sie, glaube ich, noch den Verfassungsgerichtspräsidenten, der da auch nicht reist, obwohl er Deutschland studiert hat, darf nicht hierher kommen. Das ist alles schon ein bisschen absurd. Gut, daran arbeiten wir. Ja. Daran arbeiten wir. Auch europäisch. Wir haben ja jetzt den Formosa Club gegründet in Europa. Einstweilen mit den Freundschaftsgruppen aus Deutschland, aus Großbritannien und aus Frankreich. Und das wollen wir natürlich auch noch ausweiten. Und sobald es geht, sobald man wieder reisen kann, müssen wir auch mal wieder die Aufwartung machen. Denn ich habe jetzt per Videobotschaft zur zweiten Inauguration von Präsidentin Tsai gratuliert. Das möchte ich gerne persönlich nochmal nachholen. Sehr gut. Komm ich. Veresse mit. Also, da sage ich vielen Dank, Klaus-Peter. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ja, an euch draußen. Nächste Woche Mittwoch, 18 Uhr. Bitte wieder einschalten. Da ist der Manuel Koch, Börsen-TV-Journalist. Mit mir im Gespräch, also schaltet wieder ein. Alles Gute.